Jetzt sichern, denn alles andere ist Käse. Die Netcologne Doppelflat mit bis zu 25 Mbit für nur 19,90 Euro im Monat. Infos unter 0800 4x2 800 oder auf www.netcologne.de. Herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern. Begrüßen Sie hier im Restaurant des Geisbockheims. Von mir, wie üblich, kurz und knapp die Informationen vorneweg. Schiedsrichter der Partie wird Dennis Aitekin sein, hat uns zuletzt im DFB-Pokal in Stuttgart gepfiffen. Wir rechnen mit, das ist bekannt, lief ja auch schon in den Medien, mit 7.000 bis 7.500 Kölner Fans, die uns unterstützen werden. Darunter auch 75 Mitarbeiter unserer Geschäftsstelle, die in zwei Bussen zum Spiel anreisen werden. Das Feld ist bereitet, das Stadion ist ausverkauft, Freitag 18 Uhr. Wir haben gleich um 13 Uhr noch ein Abschlusstraining. Wie es um die Mannschaft aussieht, das verrät Holger Stanislawski neben mir. Stani, du hast das Wort. Ja, schönen guten Tag auch von mir. Als allererstes Glückwunsch an die Kölner Haie für einen guten Start in die Halbfinalserie. Deswegen auch heute ein etwas anderes Outfit von mir. Freue mich für nicht nur für die Eishockeyspieler, sondern für die Stadt auch insgesamt. Wachst da auch irgendwann bestimmt nochmal rein. Also insofern muss ich noch ein bisschen Krafttraining machen. Ja, zur Mannschaft. Wir machen gleich nochmal unser Abschlusstraining, wenn wir dann den Kader benennen. Ich glaube, das ist sehr viel gesagt und geschrieben worden und zu lesen gewesen über dieses Spiel. Ist ein Spiel, glaube ich, wo Fußball Deutschland am Freitagabend um 18 Uhr Richtung Betzenberg guckt und ganz gespannt ist, wie diese Partie ausgeht. Ausverkauftes Haus, mit Sicherheit eine herausragende Atmosphäre, sehr viele Kölner Fans da. Was mich natürlich persönlich sehr freut, weil das ein Stück weit zeigt, dass da wirklich was zusammengewachsen ist. Und wir haben uns konzentriert vorbereitet, so wie wir das jede Woche machen, auf jeden anderen Gegner auch. Es ist ein Spiel um 3 Punkte. Es steckt natürlich ein bisschen diese Brisanz drin, dass der Dritte gegen den Vierten spielt. Dass wir am letzten Woche in der Kaiserslautern überholen konnten, aber dementsprechend sind wir fokussiert, konzentriert, haben trotz alledem aber auch die nötige Lockerheit und die Anspannung kommt eh am Freitagabend, wie bei jeder anderen Partie dann auch. Wir hoffen, dass wir unsere Serie ausbauen können, dass wir diesen dritten Platz innebehalten können. Wir haben ihn uns mühsam erarbeitet und haben jetzt natürlich das Ziel, diesen Platz zu verteidigen. So fahren wir nach Kaiserslautern und alle anderen Spieler sind sonst fit, bis auf Fabi Schnellhardt, der noch ein bisschen mit seiner Achillessehne rumdoktert, sind ansonsten alle Spieler soweit einsatzfähig und deswegen werden wir jetzt das letzte Training abwarten, dann den Kader benennen und dann mit dem Bus in Kaiserslautern fahren.